Willkommen zum zweiten Teil des Videos über die sieben Weltwunder der Antike. Dies ist eine Liste der berühmtesten Wahrzeichen, die von Menschen in der Antike geschaffen wurden. Als Urheber der Idee, die Weltwunder der Antike in einer Liste zusammenzufassen, gilt Herodot, der beeindruckt von den ägyptischen Pyramiden und Babylon diese als die bedeutendsten Errungenschaften der Menschen bis zu dieser Zeit ansah. Die sieben Weltwunder, die wir heute kennen, wurden erstmals von Antipater von Sidon, dem Chefbibliothekar der Bibliothek von Alexandria, niedergeschrieben und als die größten menschlichen Schöpfungen gepriesen. Später gab es mehrere andere Listen sowie Vorschläge, viele andere Sehenswürdigkeiten hinzuzufügen, wie das Kolosseum, das Kapitol und die Arche Noah. Aber letztlich ist die Liste des Antipater bis heute unverändert geblieben. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass das, was wir heute als Wunder bezeichnen, ursprünglich Sehenswürdigkeiten genannt wurden. Dinge, die man sehen kann. Machen Sie sich bereit für eine Reise durch die antike Welt und ihre bemerkenswertesten architektonischen Leistungen. Genießen Sie atemberaubende Ausblicke, die bis heute unübertroffen sind. Das Mausoleum von Halikarnassos. Das Mausoleum von Halikarnassos ist eine riesige antike Grabstätte von König Mausolus, dem Herrscher von Karien. Seine Überreste befinden sich auf dem Gebiet der Stadt Bodrum in der Türkei. Das Wort Mausoleum leitet sich vom Namen des Königs Mausolus ab und wird heute für jede große Grabstätte verwendet, in der der einbalsamierte Körper begraben ist. Es wurde um 350 vor Christus von seiner Frau und seiner Schwester Artemisia erbaut. Halikarnassos ist die größte Stadt von Karien, auf dem Gebiet des heutigen Bodrum. Das Mausoleum ist auf einem Hügel oberhalb der Stadt errichtet worden. Es war 45 Meter, 135 Stufen hoch. Es ist reich verziert mit Reliefs und Skulpturen, die von vier berühmten griechischen Meistern geschaffen wurden. Das gesamte Bauwerk befindet sich in einem ummauerten Hof. Das Grabmal ist hauptsächlich aus weißem Marmor in der Mitte des Hofes auf einer Steinplattform errichtet. Eine Treppe mit Steinlöwen führt zur Spitze dieser Plattform. Entlang der Außenwand befinden sich zahlreiche Statuen, die Götter und Göttinnen darstellen. An jeder Ecke stehen steinerne Reiter, die das Grabmal bewachen. In der Mitte der Plattform befindet sich das eigentliche Grab. Dieser Bereich ist mit einem Fries bedeckt, das Szenen aus der griechischen Mythologie zeigt. 36 kleine Säulen erheben sich über dem Grabmal, 9 auf jeder Seite. Das Dach, das den größten Teil des letzten Drittels der Höhe des Mausoleums ausmacht, hat die Form einer Pyramide. An der Spitze befindet sich eine imposante Quadriga. 4 riesige Pferde, die einen Wagen ziehen, in dem Mausolus und Artemisia abgebildet sind. Die Geschichte des Mausoleums. Der karische König Mausolus regierte von 377 vor Christus bis 353 vor Christus und verlegte seine Hauptstadt nach Halikarnassos. Seine Regierungszeit selbst zeichnet sich durch nichts Besonderes aus, außer durch den Bau seines Mausoleums. Das Projekt stammt von seiner Frau und Schwester Artemisia. In Karien war es üblich, dass die Herrscher ihre eigenen Schwestern heirateten. Der Bau begann noch zu Lebzeiten von König Mausolus. Er wurde 350 vor Christus abgeschlossen, 3 Jahre nach seinem Tod und 1 Jahr nach dem Tod von Artemisia. Mausolus und seine Königin Artemisia regierten 26 Jahre lang über Halikarnassos und seine Umgebung. Während seiner Herrschaft beschloss der König, eine neue Hauptstadt zu bauen, eine prächtige und uneinnehmbare Stadt. Mausolus und Artemisia gaben eine beeindruckende Menge Geld aus, um ihre Idee zu verwirklichen. Es wurden Statuen, Tempel und Gebäude aus glänzendem Marmor gebaut. Im Zentrum der Stadt war ein Tempel geplant, in dem sein Körper nach dem Tod ruhen sollte. Ein Tempel, der künftigen Generationen zeigen sollte, wie reich er und seine Frau waren. Im Jahr 353 vor Christus starb Mausolus. Artemisia beschäftigte die talentiertesten Handwerker der damaligen Zeit im antiken Griechenland. Dazu gehörte Skopas, der Mann, der den Wiederaufbau des Artemis-Tempels in Ephesus leitete. Die anderen Bildhauer waren Leokarus, Timotheus und Bryaxis, die sich Skopas anschlossen, sowie hunderte von anderen Meistern. Kurz nach Baubeginn
sah sich Artemisia mit einer Krisensituation konfrontiert. Rhodos, eine Insel im Ägäischen Meer zwischen Griechenland und Kleinasien, stand unter der Herrschaft von Mausolus. Als die Einwohner von Rhodos von seinem Tod erfuhren, erhoben sie sich und schickten eine Flottille von Schiffen aus, um die Stadt Halikarnassos zu erobern. Als Artemisia erfuhr, dass die rhodische Flotte kommen würde, versteckte sie ihre Schiffe an einem geheimen Ort im östlichen Teil des Stadthafens. Als die rhodische Flotte zum Angriff ausrückte, startete Artemisias Flotte einen Überraschungsangriff, kaperte die rhodischen Schiffe und zog sie aufs Meer hinaus. Artemisia setzte ihre eigenen Soldaten auf die Schiffe der Angreifer und schickte sie zurück nach Rhodos. In ihrer Verblendung hielten die Rhodier die zurückkehrenden Schiffe für ihre eigenen siegreichen Truppen und verteidigten sich nicht. Die Stadt wurde schnell eingenommen und die Rebellion niedergeschlagen. Artemisia lebte nur 2 Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Beide sollten in dem unvollendeten Grabmal beigesetzt werden. Dem Historiker Plinius zufolge beschlossen die Handwerker, nach dem Tod ihrer Auftraggeber zu bleiben und ihr Werk zu vollenden, da sie es sowohl als Denkmal für ihren eigenen Ruhm als auch für die Kunst der Bildhauer betrachteten. Das Mausoleum überragte die Stadt Halikarnassos viele Jahrhunderte lang. Es blieb unangetastet, als die Stadt 334 vor Christus von Alexander dem Großen eingenommen wurde und nach Piratenüberfällen 62 und 58 vor Christus. Etwa im 16. Jahrhundert stand er über den Ruinen der Stadt, bis eine Reihe von Erdbeben seine Säulen zerbrachen und den steinernen Wagen zu Boden stürzen ließen. Um 1404 war nur noch das Fundament des Mausoleums erhalten. In den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts fielen die Johanniter in die Region ein und bauten eine riesige Burg. Als sie beschlossen, diese zu verstärken, verwendeten sie die Steine des Mausoleums. Im Jahr 1522 veranlassten Gerüchte über eine türkische Invasion die Kreuzritter, die Burg in Halikarnassos, damals Bodrum, zu verstärken. Und ein Großteil der Überreste des Mausoleums wurde abgerissen und in die Burgmauern eingebaut. Teile des polierten Marmors aus dem Grabmal sind noch heute dort zu sehen. Zu dieser Zeit betrat eine Gruppe von Rittern den Sockel des Denkmals und entdeckte eine Kammer mit einem großen Sarkophag. Am nächsten Morgen kehren sie zurück, um ihn zu öffnen, aber die Schätze sind geplündert worden. Auch die Leichen von Mausolus und Artemisia waren verschwunden. Die Ritter erklärten, dass Bauern für den Diebstahl verantwortlich waren. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass auch einige Kreuzritter Gräber geplündert haben. Bevor sie jedoch viele der Skulpturen aus dem Mausoleum zerbrachen und verbrannten, um sie zu Kalk für Gips zu verarbeiten, brachten die Ritter einige der besten Werke zur Burg von Bodrum. Dort blieben sie 3 Jahrhunderte lang. Dann erhielt der britische Botschafter einige der Statuen, die sich heute im Besitz des Britischen Museums befinden. Wenn Sie mögen, was wir tun, unterstützen Sie uns, indem Sie den Kanal abonnieren. Im Jahr 1846 beauftragte das Britische Museum den Archäologen Charles Thomas Newton mit der Suche nach den Überresten des Mausoleums. Dies war eine schwierige Aufgabe, da er die genaue Lage des Grabes nicht kannte und die Summe, die er aufwenden müsste, um alle vermuteten Grundstücke zu kaufen, astronomisch hoch war. Also machte er sich daran, die Manuskripte antiker Autoren wie Plinius zu studieren und eine ungefähre Vorstellung von der Größe und Lage des Grabmals zu bekommen. Dann kaufte er ein Grundstück in dem Gebiet, das am wahrscheinlichsten war. Newton erforschte die Umgebung durch Tunnel, die er unter den benachbarten Grundstücken grub. So fand er einige Mauern, eine Treppe und 3 Ecken des Fundaments und wusste nun genau, welche Grundstücke er brauchte. Newton grub das Gelände aus und fand Teile von Friesen, Teile des Daches und ein zerbrochenes steinernes Wagenrad mit einem Durchmesser von etwa 2 Metern. Schließlich fand er auch die Statuen von Mausolus und Artemisia, die vor Jahrhunderten stolz auf dem Dach des Gebäudes standen. Die Statue des olympischen Zeus. Olympia war ein wichtiges religiöses Zentrum im antiken Griechenland. Der Legende nach besiegte Zeus dort den blutrünstigen Kronos. Im 5. Jahrhundert vor Christus beschlossen die Bürger von Olympia, zu Ehren des Zeus einen 64 Meter langen und 28 Meter breiten Tempel zu bauen. Die Höhe des Innenraumes betrug 20 Meter. Eine Zeus-Statue wurde am Fuß des Tempels aufgestellt. Den Quellen zufolge war sie über 12 Meter hoch
und vermittelte den Eindruck, dass Zeus, wenn er sich erhob, das Dach zerstören würde. Sie war aus Holz gefertigt und mit blassrosa Elfenbein überzogen, und die Kleidung des Zeus war aus Blattgold gefertigt. In seiner rechten Hand hielt er eine etwa 5 Meter hohe goldene Statue der Siegesgöttin Nike und in der linken ein Zepter mit einem sitzenden Adler. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Überreste der Werkstatt von Phidias in Olympia entdeckt und das Entstehungsdatum der Statue wurde bestätigt. Der Zeus-Tempel wurde im Jahr 426 zerstört. Eine Version besagt, dass er zusammen mit der Statue zerstört wurde. Nach einer anderen Hypothese wurde die Statue 394 nach Konstantinopel, der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, gebracht. Obwohl sich das Christentum bereits als Religion etabliert hatte und die Zeus-Statue heidnisch war, wagte es niemand, sie wegen ihrer unglaublichen Schönheit zu zerstören. Historiker glauben, dass sie bei einem Brand im Palast von Kaiser Theodosius II. Im Jahr 462 verbrannt ist. Der alexandrinische Leuchtturm. Der Leuchtturm von Alexandria wurde um 280 v. Chr. Auf der Insel Pharos in der Nähe der Stadt Alexandria in Ägypten errichtet. Das Licht, das er ausstrahlte, kam von einem großen Feuer und wurde durch Spiegel reflektiert. Es konnte 50 Kilometer weit auf das Meer hinausgesehen werden. Bei einem Erdbeben im Jahr 1375 wurde der Leuchtturm zerstört. Aus seinen Überresten ließ Sultan Kaid Bey Ende des 15. Jahrhunderts eine Festung errichten, die heute noch steht. Im Jahr 1994 entdeckten französische Archäologen Fragmente des Leuchtturms auf dem Grund des Osthafens von Alexandria. Im Jahr 2016 kündigte das ägyptische Ministerium für Altertümer seine Absicht an, die Unterwasserruinen des alten Alexandria, darunter auch Pater Pharos, in ein Unterwassermuseum umzuwandeln. Architektur: Der Leuchtturm war ein ca. 120 bis 140 Meter hoher Turm und eines der höchsten von Menschenhand errichteten Bauwerke seiner Zeit. Der Architekt des Leuchtturms ist Sostratus Knitzki. Sein Bau dauerte 5 Jahre. Er wurde aus weißem Marmor und mit Trägern statt mit Gewölben gebaut. Er hatte 3 Stockwerke. Das unterste war ein rechteckiger Turm mit quadratischer Grundfläche und einer Seitenlänge von 30 Metern und einer Höhe zwischen 55 und 65 Metern. Seine 4 Wände wiesen in die 4 Himmelsrichtungen. Das 2. Stockwerk hatte eine achteckige Form, die den 8 Hauptwindrichtungen folgte. Seine Höhe betrug etwa 40 Meter. Das oberste Stockwerk, 8 Meter hoch, hatte die Form einer zylindrischen Kolonnade. 8 Säulen trugen eine Kuppel, die von einer 8 Meter hohen Bronzestatue des Herrschers der Meere, Poseidon oder Zeus, wie es in anderen Quellen heißt, gekrönt wurde. Im oberen Teil des Bodens befand sich ein konkaver Metallspiegel, der tagsüber das Sonnenlicht und nachts das Licht von brennendem Teer oder Öl reflektierte. Vom Namen der Insel Pharos in der lateinischen Sprache und in den meisten europäischen Sprachen stammt das Wort Leuchtturm. Kolos von Rhodos. Der Kolos von Rhodos ist eine Bronzestatue des Sonnengottes Helios, die im Hafen der Stadt Rhodos auf der Insel Rhodos im Ägäischen Meer errichtet wurde. Sie war mit einer Höhe von 35 Metern, 112 Fuß, eine der höchsten Statuen der Antike. Sie ist das Werk des Hasen von Lindos und wurde in der Zeit zwischen 292 und 280 v. Chr. Errichtet. Nach dem Zusammenbruch des Staates von Alexander dem Großen wurde Rhodos von Ptolemäus dem I. Soter regiert. Nach seiner Niederlassung in Ägypten verbündete er sich mit Rhodos und kontrollierte den Handel im östlichen Mittelmeer. Im Jahr 305 v. Chr. Belagerte der Sohn des anderen Diadochen, Antigonus der I. Monophthalmus, Demetrius der I. Polyoketes, Rhodos mit einem Heer von 40.000 Mann. Er hielt die Hauptstadt der Insel ein ganzes Jahr lang unter Belagerung. Schließlich war er gezwungen, sich vor der herannahenden Flotte des Ptolemäus zurückzuziehen. Die Einwohner von Rhodos beschlossen, die beschädigten Belagerungswaffen zu verkaufen und eine Statue des verehrten Sonnengottes Helios zu errichten, um ihm für seine Fürsprache zu danken. Helios war nicht nur eine verehrte Gottheit auf der Insel. Der Legende nach galt er als ihr Schöpfer, der sie mit seinen Händen aus den Tiefen des Meeres hervorgeholt hatte.
Mit dem Bau wurde Hares von Lindos betraut, der sich zuvor mit der Errichtung großer Statuen befasst hatte. Sein Lehrer Lysippus schuf eine 22 Meter hohe Bronzestatue des Zeus in Tarent. An der Statue des Helios schuftete er 12 Jahre lang, um einen fast 36 Meter hohen Bronzeriesen zu schaffen. Als er fertig war, stand vor den Augen der Rhodier ein großer, schlanker Gott mit einer strahlenden Krone auf dem Kopf. Er stand auf einem Marmorsockel, lehnte sich leicht zurück und blickte aufmerksam nach unten. Die Statue stand am Eingang des Hafens und war von den umliegenden Inseln aus sichtbar. Der Sockel war aus Ton und stand auf einem Metallgerüst, während der obere Teil mit Bronzeplatten bedeckt war. 500 Talente Bronze und 300 Talente Eisen, das entspricht 13 bzw. 8 Tonnen, wurden für die Herstellung des spektakulären Monuments benötigt. Die Lebensdauer des Kolosses war relativ kurz, 54 Jahre. Im Jahr 226 vor Christus wurde die Statue durch ein Erdbeben zerstört. Strabo schreibt, die Statue lag auf dem Boden, von dem Erdbeben zu Fall gebracht und an den Knien gebrochen. Doch schon damals konnte der Koloss durch seine schiere Größe verblüffen. Plinius der Ältere berichtet, dass nur wenige Menschen die große Zehe von Helios' Hand mit beiden Händen fassen konnten. Ptolemaios III. Bot an, den Wiederaufbau der Statue zu finanzieren. Aber das Orakel von Delphi sagte voraus, dass die Rhodier damit Helios beleidigen würden. Und sie lehnten ab. Die Ruinen des Kolosses blieben mehr als 800 Jahre lang am Boden. Und selbst wenn sie zerbrochen waren, waren sie so majestätisch, dass viele Reisende sie besichtigten. Im Jahr 654 eroberten die Araber Rhodos und verkauften laut Theophanes dem Bekenner die Überreste der Statue an einen jüdischen Händler aus Edessa. Wenn Sie mögen, was wir tun, lassen Sie es uns in einem Kommentar wissen und abonnieren Sie den Kanal.